Dann schreiben wir den 8. Ingrim. Ihr habt in der Nacht noch einen weiteren Erzelementar gerufen. Ein weiteres Mal wurde Rorak nur beschworen. Ihr konntet das Gold im Inneren des Praios-Tempels einschmelzen zur schwarzer Schlacke und ebenso purpurner Rauch, der daraus herausgedrungen ist. Es handelte sich hier also nicht um elementarreines Gold, sondern wieder um namenloses Wirken. Ihr habt euch noch einmal dann in der Villa versammelt, konntet dann in die jeweils eigenen Betten steigen und dann am nächsten Morgen den Entschluss gefasst, aufzubrechen. So seid ihr jetzt mit den eingekauften Pferden auf der Reichsstraße in Richtung Grobromilis bzw. Perikum in Richtung Osten auf dem Weg. Mit dabei, neben den Pferden, natürlich die weiße Quadriga von Jarlan, die er in Yol'Gurmak zum Preis seiner Seele gekauft hat. Und so beginnen wir. Mit dabei, selbstverständlich, die Arvis-geweihte Aviander Falkenflug, die er eingesammelt hat, die neben euch in einem Schritttempo bzw. in einem kleinen Lauf mit dabei ist und euch die ganze Zeit dann in so einem Laufschritt begleitet. Und auch Frunja Torgitz dort hier, die mit ihrem von euch gestellten Pferd gerade auf der Reise ist. Der kleine Eisbär ist wohl aktuell auf den Schultern von Rafim. Der hat da so seine eigenen Probleme mit dem Reiten und dem Kümmern um den Eisbären, aber das scheint Frunja gerade nicht zu interessieren. Wenn er sich bei dir wohlfühlt, dann soll es so sein. Ja, guter Junge, ja, wer ist mein guter Junge? Das ist mein Ohr, ja, nein, da solltest du an ihn nicht reinbeißen. Na, ist okay. Sag mal, Rafim. Ja. Haltet ihr es für klug an, dann solchen Vierundsbären so weit in den Süden mitzunehmen? Ich glaube nicht, dass die Hitze ihn behagt. Ach, das ist ein harter Junge. Der isst 50% Blut. Das schafft er. Aber wie viel Schrecken müssen wir heute schaffen? Das kann ich beantworten. Das nächste Ziel, was wir vor uns haben, ist dann höchstwahrscheinlich Nattersquell. Auf der Reichsstraße kommen wir sehr gut vor. Und naja, Nattersquell liegt ungefähr 34,38 Meilen vor uns, zumindest von Gareth ausgerechnet. Und dementsprechend kommen wir dann in Richtung frühen bis späten Abend dort an. Guckt sie dich stolz an. Bin wie immer beeindruckt von den Fähigkeiten der Arvis-Geweihten. Schafft. Ein wahrer Segen, euch dabei zu haben. Also gut, verschwende keine Zeit. Ja, aber es blickt freudig auf uns herab. Ihr könnt es sehen, die Sonne scheint und zaubert ein fröhliches Lichtspiel auf den Boden. Ah, herrlich. In der Tat. Eine wahre Augenfreude. Und Nattersquell sollten wir auf jeden Fall heute schaffen. Wir reisen dann ab Perikum per Schiff weiter, richtig? Wir werden nicht ab Perikum per Schiff weiterreisen. Ach so. Entschuldigt. Aplatier ist die Reise. Ich dachte nämlich auch, dass die Arvis-Geweihte das macht, aber gut. Ich hatte jetzt angenommen, dass ich die Reise planen darf. Wir können nicht über Perikum reisen. Wollt ihr das spezifizieren? Man sucht nach uns. Ich dachte, deswegen haben wir so beliebt. Mit der Inquisitorin geredet? Wir haben mit ihr geredet. Sie ist derzeit nicht fähig oder willens, der Vanyas Anweisungen zu übergehen. Jarlan hat einfach überall Freunde. Das ist das Problem. Ich lese eine kleine Ironie daraus hervor. Er ist also nicht beliebt in Perikum. Also man würde sich auf jeden Fall freuen, ihn wiederzusehen. Ich lese schon wieder Ironie hervor. Nicht. Der Erzadmiral wird nicht nur mich, sondern auch Karinor hier und Abelmir, wenn ich mich recht entsinne, in eine sehr dunkle Zelle sperren. Ja, dann solltet ihr am besten nicht in Richtung des Kriegshafens. Wir sollten Perikum ganz meiden. Wir sollten Häfen ganz meiden. Das ist, glaube ich, ein anderes Problem. Wir vorschicken, ein Schiff zu besorgen, die nicht gesucht sind, und dann außerhalb von Perikum einfach an Bord gehen. Und ich hoffe, dass die Nachricht an Sanin durchgegangen ist, aber das werden wir erst erfahren, wenn wir dort sind. Euer schlauer Vorschlag, sich irgendwie genehmigen zu lassen, dass wir ein Schiff beschlagnahmen können, war das nur ein schlauer Vorschlag oder habt ihr das tatsächlich auch gemacht? Habe ich mir gedacht, dass das nur ein schlauer Vorschlag war. Also
können wir gar kein Schiff beschlagnahmen und wir sind alle pleite, also können wir auch kein Schiff mieten. Erst einmal sehen wir, wie die Lage aussieht, wenn wir in Perikum sind. Das fängt ja schon großartig an. Machen wir uns einfach auf den Weg. Das ist perfekt geplant. Aber ja, lasst uns reiten. Was mich vielmehr beunruhigt, es gibt keine Tiere, kein Wild, was man von hier aus aufspüren kann. Ist es euch noch nicht aufgefallen? Es gibt keine Vögel am Himmel. Auch wenn Arvis mit uns ist. Aber ich bin noch einmal am Überlegen, ob ich in den Wald hineinreite und die Straße kurzzeitig verlassen werde, später dann wieder zu euch aufschließen werde. Bin mir nicht ganz sicher, ob es hier Wildschweine, Hirsche oder Fasane gibt. Und ich bin mir nicht sicher, dass dies mit den adligen Herrschaften zu tun hat, die hier zu exzessiv gejagt haben. Ich vermute eher, das liegt an dem, was hier nicht vor langer Zeit los war. Und die Tiere waren schlauer als wir Menschen und haben es weitergesucht. Oder beziehungsweise wir haben ja auch einige der toten Vögel gefunden. Vielleicht auch ein Druide, die hocken manchmal in ihren Wäldern. Was auch immer ihr tut, aber die nicht alleine in den Wald. Den Tieren nichts tun. Doch Kreaturen Sumos. Ja, aber vielleicht verstecken die Druiden momentan die Tiere und, sage ich mal, Horten ist vielleicht das falsche Wort, aber sie haben sie alle näher zu sich in die Tiefe des Waldes zurückgezogen, damit sie nicht den Qualen in Gareth zum Opfer fallen. Sie beschützen sie. Das ja, zum Beispiel. Löblich. Nun, wenn ich in den Wald hineinreite, möchte mich jemand von euch begleiten, der sich in der Natur auskennt, oder soll ich tatsächlich allein dort vordringen? Ich fürchte, ich würde euch nur aufhalten. Das kommt drauf an, die Tiefe in den Wald reiten wollt. Ich habe schon Kenntnisse, aber ich war noch nie in einem mittelreichischen Wald. Ich könnte euch vielleicht immer in einem anderen farnischen Dschungel mehr helfen. Ich begleite euch gerne, wenn es um die Tiere geht. Ich will ja auch wissen, was mit ihnen los ist. Nicht, dass ihnen etwas Schlimmes zugestoßen ist. Aviander, die Tiefe der Wälder. Ab wann werden sie dicht? Erstmal wird es hügelig, direkt bei Natters Quell. Da fließt dann die Natter über den Weiler in Richtung Süden und fließt dann in den Hauptstrom hinein. Gibt dann den namensgebenden Fluss. Und naja, danach wird der Wald doch relativ dicht. Ich würde also vorschlagen, dass man das dann hinter Natters Quell tut. Aber ihr könnt natürlich auch in den Hügeln danach suchen, wenn ihr wollt. Ansonsten in der Pfalz Goldenstein, also wenn dann die Baronie Retogau vor uns liegt. Unia nickt nur. Das klingt nach einem ganz schön großen Gebiet. Naja, selbst wenn die Geweihte uns etwas zurückfallen sollte, spätestens im Perikum wird sie wieder aufschließen. Ja, dann meine, macht es. Die Damen des Herrn Firun sind ja dafür bekannt, dass sie auch mal einen harten Ritt ansetzen können und weite Strecken zurücklegen. Das ist das Problem. Ich kann das nämlich nicht so gut wie sie wahrscheinlich. Da habe ich nicht dran gedacht, das ist wohl richtig. Dann bleibe ich lieber bei euch. Da mögt ihr nicht unrecht. Aber vielleicht entdecken wir bis Natters Quell schon irgendwelche Tiere. Wir können es ja nur hoffen. Bin mir sicher, je weiter wir uns von Garen entfernen, desto normaler wird die Lage werden. Ja, wirklich viel Wildnis gibt es ja nicht. Felder, soweit das Auge reicht. Ja, und die gottverdammte Dämonenbrache. Können wir von hier aus ja zum Glück nicht mehr sehen. Könnte sie aber gefühlt immer noch spüren, oder bin ich der Einzige, der dieses Gefühl immer noch im Nacken hat? Vielleicht ist es auch einfach Gareth. Es ist mit Sicherheit Gareth. Sind wir zu, dass wir fortkommen. Bei uns zu Hause wäre es bis nach das Quell ja eher ein lauer Nachmittagsritt, aber ich brauche mir wohl ein bisschen länger. Wieso setzt ihr euch zu Hause immer mit auf den Hexenbesen, oder wie willst du mir das jetzt erklären? Seid froh, dass ich die Zügel halten muss. Ich bin froh, dass ich nicht auf der Quadriga stehe. Ja, dann für uns aber andere, ja, hier sonst keinen Platz mehr drauf. Ja, lasst uns reiten. Ja, dann gebt mir doch bitte einfach mal alle eine Reitenprobe bzw. Fahrzeuge linken. Kein Problem. Ultax muss das nicht, der sitzt ja auf und lässt sich fahren.
Genau. Habe ich sehr oh mein Gott, Chip. Ist das sogar ein Pasta? Nee, Chip hast du doch aufgegeben. Ja, genau. Ah, Schicksalspunkte habt ihr aktuell nicht. Und Iserun. Ich krieg eine SL. Positiv denken. Ja, Iserun ist sich nicht ganz sicher. Sie dreht sich nochmal um. Du kannst über dir, hinter dir, trotz der Sonne, die dir entgegenscheint, noch einmal den riesigen schwarzen Splitter sehen, der hier hunderte von Metern in den Himmel ragt und den Himmel zerschneidet. Als du dich wieder umdrehst, kannst du sehen, wie wohl ein, was ist das, ein Wildschwein vor dir über die Straße rennt. Dein Pferd scheut, erschrickt sich, rennt los und du fällst erst einmal nach einem kurzen Ritt von ungefähr 5 Metern dann hin und rammst dir den Dolch sehr schmerzhaft in die Seite für ja doppelten Dolchschaden, also 2W6 plus 4 zweimal. Die anderen haben übrigens keinen Wildschwein gesehen. Isarun, um Rajas Willen. Ich reite sofort zu ihr. Was war das denn? Was macht ihr denn? Ja, ihr könnt sehen, wie wohl der Dolch von ihrem Gürtel gerade in ihrem Becken steckt, so ein bisschen an den Knochen nach oben geschabt und dann tief in ihr Fleisch eingedrungen. Ah, na großartig. Nicht bewegen, nicht bewegen. Der ganze Bauch ist blutig. Hier, das heißt Druck nicht bewegen, aufüben. Das muss raus. Ja, allerdings erst Druck aufüben. Wir müssen erst schauen, ob da nicht irgendwas Kaputtes drin ist. Ansonsten, wenn wir es rausnehmen, könntet ihr verbluten. Warum geht heute dem Pferd denn auf einmal so die Sporen? Wollte ich ja gar nicht. Das hat sich erschreckt. Da war irgend so ein Viech. Ich habe das auch gar nicht gesehen. Da hey, was für ein Viech? Ja, Jalan ist gerade dabei, seine Pferde zum Anhalten zu bewegen, damit er runtersteigen kann. Du merkst, wie wohl ein letzter Stein unter dir knackt und dann... Nee, das war kein Stein. Das war der Rad. Das war ein Rad, was hier gerade... Scheiße. Ja, das kommt davon, wenn ihr mit Sätteln reitet. Ich habe doch gesagt, das ist nicht reihegefährlich. Oh, ihr 12 Götter. Jetzt mal ab und begucken wir das und tu so, als würde ich wissen, was ich tue. Ich bin natürlich kein Stellmacher. Also das blutet auf jeden Fall saumäßig, Isarun. Ich weiß nicht, ob das so gut ist mit eurem Dolch da. Nee, das war... Ach, das verfluchte Ding. Das werde ich heute exorzieren. Nun, ich glaube, jetzt hat Frunja Zeit für ihren kleinen Wildnisausflug. Ja, mit Sicherheit. Reicht mir doch auch mal mein Verbandszeug. Dann werde ich euch hier in eurem Ungeschick alleine lassen und wenn ihr es überlebt, dann werdet ihr stärker wieder auferstehen. Viel Erfolg. Damit gibt sie ihrem Pferd einen Tritt in die beiden in den beiden Bauch, ne? Von links und von rechts und prescht dann den Hügel nach oben. Man kann ihr nicht gerade ein Mitgefühl nachsagen. Sie ist ja nicht ihren Geweihte. Richtig. Sie hat immerhin nicht gesagt, wir hätten verbluten sollen, weil wir zu doof sind. Das ist ihr zugetraut. Geht's denn, oder haben wir irgendwas? Ich bin mir nicht sicher. Könnt ihr mal hier unten schauen? Sie sagt immer, aus Schaden wird man klug. Zumindest würde sie das normalerweise sagen. Als ich dann in dem Limbus gefangen war, hatte sie gesagt, das ist okay, weil, naja, da sind ja Dämonen dran schuld und das ist dann nicht uns zuzutragen. Aber aus jedem Fehler lernt man. Ja, das will ich auch hoffen. Isarun, vielleicht solltet ihr eine Weile mit mir reiten. Was? Wieso? Ich muss nur mal ordentlich verbunden werden, wenn ihr mir mal meine Tasche anreichen würdet. Ja, weil ihr irgendwelche Dinge einbildet. Da war kein Tier. Also. Ich sag ja, ich habe keins gesehen, aber mein Pferd offenbar. Gut, versuchen wir das erstmal zu verbinden und den Dolch daraus zu nehmen. Ah ja, Alan. Ich werde mich erstmal um das Rad hier kümmern. Habt ihr ja schön kaputt gemacht. Wo habt ihr das denn abgestellt? Ja, Alan sitzt mittlerweile auf der anderen Seite noch heil ein Rad. Was? Das sieht doch ganz in Ordnung aus. Nee, guck doch mal hier. Schön Holz. Warum benutzt ihr Menschen immer Holz? Was sollen wir denn sonst benutzen? Stahl, guten Stahl. Aber die Zwerge besitzen das Wissen um die Räder schon seit über 5000 Jahren. Mhm. Lass mich mal machen. Ich schaue ihm mal über die Schulter und versuche mir nicht anzumerken zu lassen, dass ich keine Ahnung von dem habe, was er da tut. Ja, er spannt erstmal die Pferde ab, sodass sie dann daneben dann warten. Die hat natürlich nichts geschreckt, also die weißen Pferde aus den Tiefen von Belshirasch Reich, die schrecken vor gar nichts. Ebenso wie dein Kriegsross, das du abgegeben hast.
Und dreht dann erstmal den Wagen auf die eine Seite und fängt dann erstmal an zu tüfteln und läuft dann nochmal kurz rein in diese lichten Wälder und ja, guckt sich da erstmal rum, während dann gerade Kiaras versucht, die Wunde von Isarun grob zu reinigen, drückt da wohl ein bisschen zu fest auf. Isarun schreit im Schmerz. Kannst dann Kiaras nochmal gerne eine Ohrfeige oder sowas geben? Hast du einen Schadensmodifikator? Ja, plus 1. Ja, dann hau mal 1W6 plus 1 Ausdauerschaden. Schön in Kiaras Magenkuhle. Boah, ihr Penner! Sag mal! Nicht bewegen! So. Was ist das für ein komischer Dolch? Hat der einen Widerhaken oder so? Nehmt den Dolch doch da raus. Soll ich euch was heilen? Was macht ihr denn da? Das sieht ja furchtbar aus. Ich zieh das raus. Ja, also hat noch jemand anderes den an der Backe. Schüttel nur den Kopf und geh zum Zwerg, zum Rad. Ja, Isarun einfach feste dran ziehen. Der wird schon wieder rausgehen. Ging ja auch rein. Das wird wohl die einzige Möglichkeit sein. Isarun nimmt einmal tief Luft, beißt die Zähne zusammen und zieht den Dolch raus. Ja, du merkst wohl noch, wie Stückchen Fleischteile mit an den Widerhaken hängen bleiben, aber der Dolch selbst ist nicht blutig, auch wenn Fleisch dran klebt. Ich sag doch Widerhaken. Aha, was für ein widerwärtiges Ding. Jetzt ist schon wieder meine Robe versaut. Guckt euch das mal an. Gibt's da nicht so einen Zauber für? So eine Albernheit lerne ich doch nicht. Wolltet ihr euch nicht länger schon mal mehrere Roben zulegen? Natürlich habe ich mehrere Roben, aber ich verbrauche die immer so schnell. Vielleicht solltet ihr wirklich mal diesen Zaubertrick lernen. Vielleicht solltet ihr mal lernen, eure Finger nicht in die Wunden von anderen Menschen zu rammen. So. Für gewöhnlich behandle ich Seemänner, die sind nicht so leicht. Immer mit der Ruhe. Ja, sprecht weiter. Also, braucht ihr meine Hilfe, soll ich versuchen, euch zu heilen? Könnt ihr das denn? Natürlich. Also, mit Sumos Hilfe kann ich solche Sachen bewerkstelligen. Ne? Ja, wird allerdings etwas dauern und etwas unorthodox sein. Was heißt denn unorthodox? Genau. Naja, also ich werde euren Körper mit Humus bedecken müssen und dann Sumos Hilfe erbitten. Und dann wird meine Robe noch dreckiger. Ich wollte sie mit Dreck beschmeißen. Finde ich lustig. Isarun, könnt ihr nicht einfach einen Heilzauber sprechen? Ja, natürlich. Das ist aber nur halb so lustig. Kommt, ich halte die Wunde weiter zu, dass ihr nicht weiter blutet. Und ihr bringt sie durch. Also ihr solltet wirklich mal vorsichtiger sein mit eurem Pferd, Isarun. Ihr fangt euch gleich auch noch eine. Da hab ich keine Angst vor. Ich hau zurück, da braucht ihr gar nichts glauben. Also soll ich euch jetzt nicht heilen? Nein. Gut. Ja, du merkst wohl, wie der kleine Eisbär interessiert schnuppernd näher kommt. Ja, ich setz den auch wohl an das Blut ran von Isarun. Ja, zumindest merkst du, wie er mit seiner Schnauze näher kommt und mit seiner Zunge sehr interessiert. Er möchte gleich dran lecken. Nehmt dieses Viech weg. Viech, also wirklich. Isarun, ich guck den Eisbären an. Würfel mal abrichten. Weiß, beiß ich zurück. Was muss ich denn noch alles würfeln? Wo ist denn das hier? Zeit für die nächste 19. Ja, hier, hallo, guck mal. Der Eisbär mag mich lieber. Oh, das verletzt mich. Wenn die das nicht möchte, hier, meine Hand kannst du beißen. Ich heb den Eisbär auf und dreh mich von ihr weg. Weiß jemand auswendig den Zuschlag für Spomod Einzelperson auf selbst? Oh, fuck. Ne? Das ist Reichweitenverkürzung, Verkleinerung, müsste 3 ZFP sein. Das macht Sinn. Ja, das macht Sinn. Du musst nicht, aber bei welchen Zauber geht's? Balsam. Den musst du nicht selbst modifizieren. Ah, Tatsache. Ach ja, stimmt. Wenn da Einzelperson steht, kann es auch du sein. Genau. Fett. Na, in dem Fall mache ich das. Ich lasse mir Zeit, weil, naja, wir sitzen ja hier rum. Ja, aber mir tüftelt er gerade, schlägt ein paar Nägel ein an der richtigen Stelle, dreht ein paar Räder. Ah, Magister, solltet ihr da wirklich dran rumfriemeln, während ich weiß, was ich tue im Gegensatz zu euch.
und drehe. Ich bin beleidigt. Konsequent den Rücken zu und mach weiter. Ja, der Zwerg würde dann auch Abel mir dabei helfen, den Wagen wieder aufzurichten und mit einem wohligen Knacken, kommt das Rad dann eben auch wieder zum Drehen und wenn ihr dann den Wagen so ein bisschen hin und her schubst, wie gesagt, die Pferde sind aktuell noch nicht angebunden und dann wird das wohl rollen, ohne wieder nachzugeben. Ja, wir haben noch 2 Wochen Reise vor uns. Ihr solltet vorsichtiger sein. Wir hätten vielleicht nach unserer Flucht an Sjolgamag die Räder mal erneuern sollen. Ich sag doch, wir hätten sie rot anstreichen sollen. Steigt auf! Alles besser. Steigt auf, wir wollen weiter. Isarun, geht's? Ja. Ja, also Isarun sitzt da auf dem Boden, versucht sich bei dem Geschrei und Chaos so gut wie möglich zu konzentrieren und spricht dann die Formel Saniris. Boltax, willst du auf ihr großes Pferd und dann kann sie sich da hinter Janon stellen oder wie machen wir das jetzt? Ich kann nicht halten. Nein, natürlich, ich kann reiten. Das war nur ein dummes, missgeschickt Zufall. Isarun, psst, wir sprechen dir jetzt deine Mündlichkeit ab. Nein. Was ist das denn? Was ist das? Das hat er sich gerade ausgedacht. Aber vielleicht ist es wirklich besser, wenn... Ah, Mündlichkeit, also. Ich dachte, Mündlichkeit, das macht doch viel mehr Sinn. Ich denke, es ist besser, wenn ihr beide auf der Hydria bleibt und... Wenn es nötig wird, kann Isarun bei mir mit aufsteigen. Das sollte kein Problem sein. Blödsinn, muss hinter niemandem aufsteigen. Was soll das? Ja, ziemlich frustriert, in deiner Ehre gekränkt. Kannst du dann wieder auf das Pferd aufsteigen? Dann beweist es mir und fällt nicht noch einmal herunter. Ich werde mein Möglichstes tun. Das ist sehr vorbildlich. Und Schnauze. Die Reise geht weiter. Nach einem halben Tag erreicht ihr die erste Kreuzung, die in Richtung Süden führt, wo auch es ist kein richtiges Dorf, es sind eher ein paar Unterstände, ein paar Ställe, die hier angebracht sind, wenige Häuser, also es reicht nicht, um da wirklich Dorf zu sagen, das ganze Ding hat auch gar keinen Namen, es gibt dann eben nur noch einen Wegweiser, der euch dann in Richtung Süden nach Fjörok führt. Alles ist verlassen, hier lebt niemand mehr. Oh je, das sieht aber nicht gut aus. Das sieht sogar sehr schlecht aus. Ist hier jemand in letzter Zeit durchgekommen und kann mir sagen, wie lange das schon her ist, dass die hier weg sind? Ich vermute, sie sind geflüchtet vor der Festung. Unmöglich. Sieht so aus, als hätte Galottas Herzog nicht nur in der Stadt selbst eine Opfer gefordert. Wollen wir trotzdem hier Rast halten oder wollen wir dann weiterreiten? Es gibt nichts, was wir hier noch tun können und wir wollen ja trotz unserer Verzögerung nach Natas Quelle. Wir sollten weiterreisen. Ihr habt recht. Ja, nach einer weiteren Stunde, die ihr dann reitet in Richtung Osten, immer noch steht die Sonne hoch im Himmel, könnt ihr an einem weiteren kleineren, unbekannten Dorf vorbeireiten, was erneut keinen Namen hat. Und auch hier sind die Gebäude verlassen. Aber was ihr dann auf der anderen Straßenseite seht, wenn ihr einmal durch diese Ansammlung hindurchgeritten seid, ihr könnt erkennen, wie hier jemand, ihr dachtet zuerst, auf einen Speer gestützt steht, aber ihm wurde tatsächlich der Speer durch den Kiefer nach oben in den Helm getrieben und so aufgespießt steht er jetzt hier. Auf seiner Brust prangt, aufgeschnitten, blutig mit einem Dolch, das Zeichen von Lolgramot. Ihr kennt es. Gaiarun. Haben wir doch schon mal gesehen. Allerdings. Aber nicht so weit südlich. Ein Speer oder... Meine Vorhut, was meint ihr? Diese Rune. Erinnert euch, als wir Wehrheim verlassen haben. Der Botenreiter? Ja, wir erinnern uns. Das ist nicht gut. Weit im Süden sollten die nicht sein.
Räumlich direkt an der Reichsstraße. Andererseits mit diesem erzdämonischen Herrn könnten sie überall sein. Ja, das bekümmert mich. Das ist doch die Rune von dem Gegenpater Saves. Sollten wir ihn verbrennen oder begraben? Wir sollten ihn verbrennen, denke ich. Holen wir ihn erstmal da runter. Ja, natürlich. Ich hoffe, Frunia geht das gut. Müsst ihr auch alleine in den Wald geritten. Sie ist hart im Nehmen. Einer kann dann eine Führung geweiht, oder das kann ja keiner wissen, dass jetzt hier solche Tunichguts herumlaufen. Doch, das ist ein schlechtes Vorzeichen. Ob wir wirklich weiter diese Straße hier nehmen sollten, oder vielleicht doch lieber die Route über Wanlet. Das macht keinen Unterschied für einen Parkterer aus seiner Domäne. Außerdem müssen wir auf dieser Straße... Je mehr wir kommen, desto mehr werden wir wahrscheinlich hiervon finden. Richtig. Außerdem müssen wir auf der Straße bleiben, damit uns die Vierunggeweihte wiederfinden kann. Aber Janda, was meint ihr denn? Ich weiß nicht, es sieht aus wie ein Zeichen. Vielleicht... Ich habe jetzt nicht gesehen, dass die Türen aufgebrochen worden sind von den wenigen Häusern da drüben. Und naja, wenn da keine Leichen oder sowas drin liegen, dann soll das, glaube ich, eher nur ein Zeichen sein. So interpretiere ich es jetzt zumindest. Also eine Art Grenzposten oder Bemarkungsgrenze oder so etwas. Eine Warnung. Eine Warnung, dass wir jetzt in das Gebiet vordringen oder so. Oder eine Erinnerung. Galotta ist tot, aber wir sind noch hier. Aber mitten auf der Reichsstraße, ich meine, das sollte doch das sicherste im Land sein. Es gibt dann eher eine Warnung. Halt nichts Sicheres mehr. Nun gut, verbrennt die Leichen, zerschlagt die Runen. Schaut mal durch die Fensterläden in die Häuser hinein. Nur so zur Sicherheit. Ja, so könnt ihr in die Häuser hineinstarren. Es gibt hier keine richtigen Fenster, sondern einfach nur noch Holzläden, die dann wieder geöffnet werden können. Einfach mit dem Schwert von der einen Seite reinstechen. Also, dass ihr dann da den Balken anheben könnt. Und im Inneren gibt es kein Blut, keine Leichen. Die Häuser wurden verlassen, also die Schränke stehen offen. Irgendjemand hat da wohl mit schneller Eile dann die Sachen herausgeräumt. Es gibt auch keine Pferde oder keine Nutztiere, die ihr aktuell sehen könnt. Also die Leute haben das planmäßig, aber schnell verlassen. So wirkt es auf euch. Die Leiche wird begraben. Wollt ihr noch einmal ein Gebet sprechen, Kiaras? Ein Segen? Ja. Ach, Herr Boron... Bitte nimm dich dieser Seele an, versuch sie zu retten von den Fängen deiner Feinde und sorge dafür, dass nicht weitere Menschen anheimfallen diesen unheiligen Opfern. Sumo, von dir kam sein Körper, zu dir geht sein Körper zurück. Ja, dann bitte eine Liturgiekenntnis für den Grabsegen, 5 Karma. Ja. Und ihr könnt weiterreisen. Geras ist dieses Mal zumindest zufrieden mit seinem Grabsegen. Er spürt, dass Boron heilige Ruhe in ihn eingekehrt ist und auch in den Leichnam. Und nachdem ihr das Zeichen, diese Glyphe auf seiner Brust dann zerstört habt, könnt ihr weiter aufbrechen. Dann erreicht ihr gegen frühen Abend Natas Quell. Auch Natas Quell ist verlassen. Ihr könnt sehen, dass hier der Krieg herrschte. Die Tempel sind allesamt zerstört. Die Ruinen, die noch übrig geblieben sind, schwelen noch leicht. Also der Kampf oder das Feuer, was hier wohl getobt hat, ist mittlerweile wieder ausgegangen, aber eine Glut glüht wohl immer noch. Nicht alle Gebäude sind zerstört, aber wohl die wichtigsten. Und ihr könnt dann auch sehen, dass Travia, Pirene und auch Praios-Tempel zerstört worden sind.
Wobei der Prios-Tempel wohl seit längerem schon als Ruine hier steht. Und das ist den Mittelreichern dann wohl auch bekannt, dass es hier vor 100 Jahren grob mal einen Brand gab. Also, dass der Prios-Tempel nicht wieder aufgebaut ist, das ist normal. Aber Travia und Piranha-Tempel sollten normalerweise stehen. Herzlich willkommen in Natas Quell. Die Sonne geht gerade unter. Wir sollten uns einmal umschauen, nicht, dass hier noch irgendwelche versprengten Feindelemente rumkrakehlen. Oder Schlimmeres. Genauso möglich. Schaut in jeden Haus, in jeden Schuppen einmal hinein. Dann suchen wir uns ein Quartier.